Und ja, das Besondere an diesen Gebäuden ist wirklich auch diese Kortenstallfassade mit den zwei Bügeln an den Gebäuden, die ja vorne an der Straße unser altes Bestandsgebäude überragt. Hinten zum Kanal wirst du kennen, die große überspannte Freiterrasse beim Hansekai, sodass man da wirklich schön geschützt direkt am Wasser sitzen kann. Ich glaube, das ist schon etwas Einmaliges. Und letzten Endes sind wir auch für diese ja, besondere Gewerbearchitektur 2016 dann noch mit einem Architekturpreis vom BDA ausgezeichnet worden. B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und eins vorweg, das hier ist mal wieder ein B&P-Videopodcast. Das heißt, Sie können diese Episode nicht nur hören, sondern auch sehen. Link zu YouTube in der Folgenbeschreibung. Worum geht's heute? Heute waren Host Wolfgang Becker und ich zu Gast im Gewerbehof Jaffe 12. Den hat die Hans E.H. Pust Grundstücksverwaltung vor 8 Jahren auf der Elbinsel errichtet und damit auch ein richtiges Zeichen gesetzt. Geschäftsführer Lars Meyer, der blickt heute stolz auf das Projekt zurück. Ich blende mich mal aus, dann sehen Sie es auch ein bisschen besser. Denn Jaffe 12 ist fast durchgängig voll vermietet. Da gibt es de facto keinen Leerstand. Und außerdem erfahren wir im Gespräch, gab es für dieses Gebäude auch noch einen wichtigen Architekturpreis. Also kommen Sie mit auf eine spannende Reise in diesen ganz besonderen Gewerbehof. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören, aber am besten auch beim Zuschauen. Ja, für unseren neuen Videopodcast begrüße ich heute Lars Meyer, beziehungsweise Lars Meyer begrüßt mich. Wir sind nämlich hier im Headquarter von Hans E.H. Pust Gewerbehöfe in Wilhelmsburg. Herzlich willkommen in Wilhelmsburg. Jaffe 12. Und wir haben ein Immobilienthema heute vor der Brust und wollen uns mal ein bisschen darüber unterhalten. Ihr habt damals hier an der Jaffestraße 12, deswegen heißt das Objekt Jaffestraße 12, groß investiert, einen Gewerbehof neuen Typs gebaut. Hier sind 8 Jahre vergangen. Ziemlich schnelle Zeit, oder? Korrekt. Also wir sind selber immer erstaunt, wenn wir überlegen und denken, dass wir schon 8 Jahre hier vor Ort sitzen. Wir haben vorher knapp 20 Jahre in Meckelfeld residiert mit der Verwaltung. Und als wir dieses Grundstücksteil hier entwickelt haben mit einem Architekturwettbewerb, haben wir uns gedacht, das wäre eigentlich ein gutes Zeichen, um mal wieder in Wilhelmsburg Flagge zu zeigen, weil wir uns schon als Wilhelmsburger Unternehmen sehen und sind dann in das fertige Objekt eingezogen im Oktober 2015. Jaffestraße wird nicht jedem was sagen, liegt am Jaffe-David-Kanal und ist eigentlich so ein Traditionsquartier, muss man sagen. Die alte Margarinefabrik, es gehört ja auch zu Pust, auch Gewerbehof, die kennt man so ein bisschen. Wer mit der Bahn vorbeifuhr, sah immer diesen hübschen Turm. Das ist ja alles schicke alte Architektur. Und dann kam nun dieses neue Quarter hier rein, dieses neue Dock 1, Dock 2, die beiden architektonisch sehr aufwendigen Riegel und so weiter. Ich habe mich damals ein bisschen gewundert, gesagt, das ist mutig an dem Ort. Hat sich dieses Konzept bewährt? Also ja, es war sicherlich mutig, aber wir haben schon immer, ich sage mal, ein bisschen mehr gebaut als einfache Industriearchitektur oder einfache Gewerbehallen. Meine Mutter, die das Unternehmen ja lange Jahre mit mir oder schon vor mir geleitet hat, hatte auch immer einen großen Anspruch auf ja, eben Architektur und etwas Besonderes zu bauen. Das sieht man in Hittfeld auf unseren Höfen durch die, ich sag mal, roten Scheiben, die die Gebäude Durchaus, durchschneiden und die auch so ein bisschen eine Landmarke bilden dort. Und so haben wir auch in Wilhelmsburg gesagt, wenn wir da was machen, dann muss das auch ein bisschen was Besonderes sein und nicht so piefeinfach. Deswegen haben wir auch hier diesen Architekturwettbewerb durchgeführt mit 10 internationalen Architekturunternehmen. Und dann ist es letztendlich hier dieser Entwurf von A-Quadrat geworden, von Herrn Schneiders und Herrn Hölter. Und ja, das Besondere an diesen Gebäuden ist wirklich auch diese Kortenstallfassade mit den zwei Bügeln an den Gebäuden, die ja vorne an der Straße unser altes Bestandsgebäude überragt. Hinten zum Kanal wirst du kennen, die große überspannte Freiterrasse beim Hansekai,
sodass man da wirklich schön geschützt direkt am Wasser sitzen kann. Ich glaube, das ist schon etwas Einmaliges. Und letzten Endes sind wir auch für diese besondere Gewerbearchitektur 2016 dann noch mit einem Architekturpreis vom BDA ausgezeichnet worden. Gut, BDA, der Bund Deutscher Architekten, hat also hier seinen Segen gegeben. Ihr habt damals 13 Millionen Euro investiert. Das ist eine Haufenstange Geld und so weiter. Kriegt man für Cortenstahl, der ja so schön rostmäßig die Farbe annimmt mit der Zeit, kriegt man das in der Miete wieder raus? Nein, also das ist eine gute Frage, auch berechtigt. Und ich sage immer, eigentlich kriegen wir für die Architektur oder für diesen Pfiff an dem Gebäude keinen Euro mehr, als wenn wir es ohne gebaut hätten. Und allein diese Bügel haben ungefähr 500.000 Euro gekostet. Und ich sage mal, das macht aber eigentlich nur das Besondere dieses Ortes aus. Aber das haben wir an der Stelle sehr, sehr gern gemacht. Und wie du schon richtig gesagt hast, der Preis, der bestätigt uns eigentlich darin, dass wir was Besseres gemacht haben als einen normalen Gewerbebau. Und wir fühlen uns hier sehr wohl und hören das von unseren Mietern genauso. Also ich sag mal, wer als Mieter hier drin ist, der kann schon mit Stolz sagen, ich bin Mieter bei Jaffe 12. Das Ding, das kennt man, das macht was her, das ist eine gute Adresse, das macht was fürs Image. Und ich glaube schon, dass Mieter das auch honorieren. Ne? Dass ihr seid voll vermietet. Das tut, also das honorieren die Mieter. Und wir hören das auch manchmal, dass Gewerbeflächensuchende sozusagen dann sagen, ja, wir hätten gerne was Repräsentatives und das ist schon was, was man gerne vorzeigt und wo man gerne Kunden oder Besuch oder die Geschäftsführung hineinlädt. Und ich glaube, das ist schon ein Prädikat, was wir hier haben. Nun haben wir ja im Moment gerade eine Zeit, wo das immobilienmäßig ein bisschen schwierig ist. Nun baut, pust auch nicht jedes Jahr irgendwo was Neues. Insofern seid ihr so krisenmäßig nicht betroffen. Aber lass uns mal über Immobilienkrise im Allgemeinen sprechen. Macht sich das irgendwie bemerkbar? Also bei uns tatsächlich nicht. Wir merken eigentlich nur, dass die Nachfrage relativ konstant ist, beziehungsweise eigentlich eher steigt. Ich kann wirklich nur sagen, dass jede Fläche, die bei uns gerade frei oder vakant wird, eigentlich doppelt neu vermietet werden könnte. Oftmals nutzen wir dann auch die Gelegenheit, ich sag mal, die Mieten an den Marktpreis anzupassen. Und das habe ich in meiner 25-jährigen Laufbahn hier auch schon anders erlebt. Also wir freuen uns eigentlich über die Situation, wie sie jetzt ist, dass der Mieter der Nachfrager ist und wir nicht großartig suchen müssen. Und das ist also bei den paar Wohnungen, die wir noch haben, so. Und das ist auch bei den Gewerbeimmobilien so. Gut, das heißt, also eine Immobilienkrise ist ja mehr eine Baukrise, nicht eine Bestandskrise. Profitiert der Bestand von der Krise im Neubau? Ja, das. Die Leute müssen irgendwo hin, ne? Also deswegen. Ja, natürlich müssen die Leute irgendwo hin, aber dass das jetzt für uns eine besondere Chance ist, weiß ich nicht. Aber natürlich, wie du richtig gesagt hast, wird im Moment wenig gebaut aufgrund der Zinsen, der Baukosten. Und das kommt uns natürlich zugute, dass die Leute, die sonst vielleicht im Neubau gucken würden, jetzt sich im Bestand umschauen und nach neuen Sachen gucken. Und wir haben jetzt zum 1.10. zwei neue Mieter gewinnen können, die hier von einem Vermieter von der Elbinsel, auch von seinem Gewerbepark, zu uns abwandern. Das haben wir nicht aktiv forciert, aber der erste kam und der hat so ein bisschen Werbung gemacht und hat sozusagen seinen Nachbarn mitgenommen. Was uns natürlich auch freut, weil, ich sag mal, Mund-zu-Mund-Propaganda ist eigentlich immer die schönste Werbung, die man haben kann. Ja, da haben wir das Ingenieurbüro PB Voss. Und wir haben Amundas, eine Betriebsärztepraxis. Ja, genau. Die werden wir in Business and People auch vorstellen, alle beide. Das sind zwei ganz interessante Unternehmen, die sich hier jetzt niederlassen und so weiter. Also da ist Bewegung am Markt. Es wird gesucht und die wollen sich auch vergrößern. Also insofern. Absolut. Und wir haben ja eine sehr bunte Mieterschaft und weder Betriebsärzte noch so ein Ingenieurbüro hatten wir bisher. Wir haben vom Fitnesscenter über den Parfümhersteller und einen Harley-Laden und den typischen Dachdecker und reine Bürobetriebe, auch viele Spediteure hier in Wilhelmsburg. Wir haben wirklich eine sehr, sehr bunte Mieterschaft. Das macht es aber auch so spannend. Gut, ne? Hast ja viele Beine, steht man eigentlich ganz gut. Wenn es irgendwo mal ein bisschen hakt. Absolut, das war immer auch die Idee meines Großvaters und meiner Mutter, das Risiko auf viele, viele Beine oder Füße zu stellen. Und wenn und falls mal ein Mieter ausfällt, trifft es uns nicht so hart. Wir haben ca. 200 Gewerbemieter und das verteilt das Risiko natürlich angenehm.
Als wir damals sprachen, wir kennen uns ja schon einige Jahre, als hier Jaffe 12 gebaut wurde und der Standort hier so ein bisschen mehr in den Fokus rückte, haben wir ja mal drüber gesprochen, was die Stadt hier alles vorhat. Elbinselquartier ist das Stichwort. Hat sich da bislang irgendwas umsetzen lassen oder seid ihr die Einzigen, die hier gesagt haben, wir hauen richtig rein? Also um uns herum passiert natürlich einiges. Das sieht man durch den Rückbau und die Verlegung der Wilhelmsburger Reichstraße. Mhm. Es wurden hier in der Nähe einige Grundstücke freigemacht, wie das ehemalige Containerdepot. Allerdings ist noch nicht so ganz die Bautätigkeit hier, die wir uns eigentlich erwartet hatten oder die vor 8 Jahren für jetzt angekündigt war. Liegt, glaube ich, zum Teil daran, dass einfach die Bebauungspläne noch nicht so weit fortgeschritten sind, wie sie sein sollten. Aber wir beobachten das mit Interesse, haben hier auch noch 2 Grundstücke, die wir durchaus im Zuge der Entwicklung des Elbinselquartiers dann auch mit bebauen und selber weiterentwickeln wollen. Das ist ja der sich mit Immobilien und auch mit Investoren beschäftigt, der lernt ja schnell, es ist immer alles eine sehr lange Strecke, über die man redet. Es dauert Jahre, bis irgendwas dann mal zum Abschluss kommt. Und das gilt bei auch für Objekte, die nicht so groß sind wie dieses hier. Und hier haben wir jetzt eine ganze Stadtteilentwicklung, die wahrscheinlich dann auch noch länger braucht. Aber eigentlich würdet ihr eines Tages eingekreist sein, so ein bisschen auch von Wohnbebauung, wahrscheinlich auch ein bisschen Gewerbe dabei, Neues. Wie ist da die Perspektive? Wie wird das hier in, sagen wir mal, 10 Jahren aussehen? Ja, also wie du richtig gesagt hast, sollen hier in unmittelbarer Umgebung ca. 2.000 bis 3.000 Wohnungen entstehen. Also eigentlich ein komplett eigener Stadtteil, so Richtung Wilhelmsburg, Richtung Norden. Das Schöne ist, dort sollen auch, ich sag mal, Läden entstehen. Dort soll vielleicht auch noch Lebensmitteleinzelhandel entstehen. Es soll eine Schule entstehen. Was für uns schön ist, die Jaffestraße soll dann durchgestochen werden, Richtung Norden zum Vogelhüttendeich. Es wird eine Buslinie hier durchführen. Das heißt, man kann uns besser erreichen. Wir werden in dem Abschnitt unseres Gewerbehofes hier, glaube ich, 2 Bushaltestellen bekommen. Und das ist eine Sache, die wünschen wir uns schon viele, viele Jahre. Und insofern freuen wir uns sehr auf die Entwicklung, die dann hier stattfindet. Und vermutlich wird es so ähnlich aussehen wie hier. Also weil dieser Gewerbehof schon, ein Gewerbehof der Zukunft ist, so wie es der ehemalige Oberbaudirektor in Hamburg immer verkündet hat. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Häuser so ähnlich aussehen wie diese. Das heißt, im Erdgeschoss irgendeine Art von Gewerbe oder Läden, darüber dann irgendwelche Büros oder Wohnungen. Das hatten wir hier auch vor, also auch mehr Wohnen zu implementieren, war uns damals noch nicht ganz erlaubt, weil der B-Plan einfach noch nicht so weit ist. Aber im Prinzip ist das eine Kombination aus ruhigem Gewerbe und Wohnen oder Ateliers, die ich mir hier sehr gut vorstellen kann und die hier sicherlich noch viele, viele Male entstehen wird. Also die Idee damals, erinnere ich natürlich auch gut, Wohnen und Arbeiten, war eigentlich, Jeder hat gesagt, das ist die Zukunft. Es ließ sich dann aber rechtlich relativ schwierig umsetzen. Ja, liegt daran, weil es halt immer noch ein Industriegebiet ist hier auf dem Papier. Wobei ich immer sage, die letzte Industrie, die gegangen ist, waren die Palminwerke und das war das im Zweiten Weltkrieg. Und es ist da so ein bisschen einfach nie der Bebauungsplan den örtlichen Gegebenheiten oder der Realitäten angepasst worden. Das ist ein bisschen ein Mangel, der aber hoffentlich bald korrigiert wird. Das hieße aber so perspektivisch, wäre Jaffe 12 tatsächlich irgendwann ein Quartier, wo man auch wohnen könnte, als jemand, der unten arbeitet, oben wohnt, so eine Geschichte. Auf jeden Fall, das soll hier vorbereitet seid ihr, ne? Das soll hier ja passieren und davon profitieren wir dann auch. Davon profitiert unser Gastronom und alle Läden, die hier irgendwie sind. Also wenn hier 2.000, 3.000 Wohnungen entstehen mit, ich sag mal, 4.000, 5.000 Menschen, die dann dort wohnen, das kann ja dem Stadtteil nur gut tun. Ja, ihr habt ja auch ein paar interessante Läden hier, ne? Suhl zum Beispiel. Suhl Portugiesischer. Eigentlich ja Großhändler, aber auch. Großhändler, aber kann man ja einkaufen. Auch Einzelhändler und ich glaube, die portugiesische und die spanische Gemeinde hier in Wilhelmsburg frequentiert ihn schon sehr. Die finden das gut, ne? Und die freuen sich sehr, dass sie hier, ich sag mal, Lebensmittel direkt aus ihrer Heimat kaufen können vor Ort. Gibt es für das Unternehmen Pust irgendwelche konkreten Pläne, vielleicht nochmal einen weiteren Gewerbehof zu eröffnen oder was habt ihr da so vor? Also konkrete Pläne, bis auf die 2 Grundstücke, die wir angesprochen haben, haben wir nicht. Die Grundstücke liegen ja aber hier in direkter Nachbarschaft, beziehungsweise in Sichtweite, wenn wir hier aus dem Fenster gucken würden. Und dort werden wir auch Wohnungen vielleicht bauen, vielleicht aber auch so Gewerbehöfe, wie wir sie jetzt hier haben. Ich sag mal so hybride Geschichten mit so ein bisschen Wohnen drauf. Also da gibt es noch ganz verschiedene Ansätze. Da
es hängt auch so ein bisschen davon ab, was die Stadt oder die anderen Grundstückseigentümer dann in der Nachbarschaft machen. Ich sag mal, das soll ja immer zusammenpassen und wir sprechen uns da auch in den Planungen mit der Stadt Hamburg sehr eng ab. Also wenn wir das mal zusammenfassen, kann man auf jeden Fall als Fazit ziehen, eine aufwendige Architektur, auch wenn sie am Anfang mehr kostet, zahlt sich aber am langen Ende aus. Man drückt ja sehr in den Fokus. Es wird wahrgenommen, die Mieter fühlen sich wohl, man hat Vollvermietung, also eine richtige Entscheidung. Das ist auf jeden Fall eine richtige Entscheidung und wie du schon richtig sagst, wir haben eigentlich seit Anfang an Vollvermietung und das Kuriose ist, wenn wir hier Mieterwechsel haben oder wenn etwas frei wird, sind es meistens Bestandsmieter von uns, die schon Veränderungswünsche haben, die dann entweder größer werden und ihre Fläche tauschen oder die sogar was dazunehmen, das hatten wir auch schon und das freut uns natürlich immer sehr, wenn Entwicklungen bei den Mietern auch so positiv sind. Ja, Lars, ich sage schönen Dank. Da haben wir jede Menge Informationen zusammengefasst und wir werden sicherlich irgendwann mal weiterfragen, wenn es in 25 Jahre Jaffe 12 ist. Wobei, ja, dann arbeite ich bestimmt nicht mehr. Würde mich sehr freuen. Oder beim nächsten Neubauprojekt. Genau. Schönen Dank. Sehr gerne. Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.